Ich habe gerade den Tim getroffen, den Tim Reich. Und der Tim, der hat einen Podcast. Und er hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mal eine Folge für den Podcast mit ihm aufzunehmen. Und das haben wir gerade gemacht. Und ich verlinke euch auch gerne nochmal unter dem Video den Podcast. Also werft da gerne nochmal einen Blick drauf, wenn ihr wollt. Und wir haben uns aber auch entschieden, das Gespräch, weil es hat uns echt Spaß gemacht. Und wir haben uns überlegt, das nicht nur quasi in dem Podcast zu veröffentlichen, sondern hier auf dem Kanal. Und deswegen gibt es jetzt dieses Video für euch hier mit unserem Gespräch. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude dabei habt, euch das anzuhören, wie wir dabei hatten, das aufzunehmen, weil es war echt ein cooles Gespräch und wir haben sehr viel Freude daran gehabt. Und euch auch viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, also wichtig ist mir bei der ganzen Sache immer, dass den Leuten klar ist, wenn sie sich das hier anhören, dass ich kein Experte oder Fachmann oder Profi oder Arzt oder sowas bin, sondern ich bin nur ein Typ, der im Grunde Tinnitus hatte, Derealisation hatte und das losgeworden ist und jetzt so darüber erzählt in seinen Videos, ja, wie ich das hingekriegt habe. Also das ersetzt in keiner Form irgendwie einen Arztbesuch oder sowas. Also wenn deine Hörer oder sonst jemand so ein Symptom hat, immer zum Arzt und nicht denken, dass das, was wir hier darüber besprechen, quasi das ersetzen könnte oder sowas. Ne? Das Total, halte also ich für es schildert ganz wirklich nur wichtig. die eigene Erfahrung und das ist ja das Wichtigste Genau, hier. genau. Ja. Ja, also es soll nicht irgendwie was sein, wonach man sich richtet und sagt, ja, jetzt mache ich das alles genauso und gehe nicht zum Arzt oder sowas. Also das auf jeden Fall vermeiden. Ja, also wenn ihr was habt, geht zum Onkel Doktor dann. Ja. Danach könnt ihr immer noch entscheiden, wie es weitergeht und was man macht. So, aber eine ärztliche Abklärung ist immer ganz wichtig. Ne? Das ist eine gute Idee, beziehungsweise Absicherung. Ja, finde ich geil. Und Tinnitus wäre auch so das Thema, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Also ich glaube über die Facebook-Gruppe. Erzähl doch mal kurz so, wer bist du und was ist deine Story? Ja, ich bin der Sebastian. Ich habe unter dem Namen Zwangsneurotiker angefangen, in YouTube-Videos über mich zu erzählen, als ich einen Tinnitus bekommen habe und gemerkt habe, dass ich einen Weg gefunden habe, für mich damit umzugehen und den loszuwerden und da rauszukommen, Stück für Stück. Und ich habe ursprünglich angefangen, eigentlich für mich selbst so Videos zu machen, dass ich die unterwegs immer abrufen kann, habe eigentlich den YouTube-Kanal privat gestartet und die Videos auf privat gehabt, alle. Einfach so, um, Ach, ja, wie wirklich? so ja, um, es war eigentlich wie so eine Art Tagebuch für mich. Ich bin extrem faul, was Lesen und Schreiben betrifft. Deswegen habe ich, Dito. ja, aber ich bin so ein audiovisueller Typ, weißt du, ich mag irgendwie so Audio und Video gleichzeitig. Und da habe ich gedacht, komm, dann nimmst du das einfach, wenn du unterwegs bist, nimmst das Handy mit und nimmst dir das auf und lädst das hoch, kannst es immer und überall abrufen. Voll geil. Und habe dann so ein paar Videos einfach mal öffentlich gestellt. Ich habe dann nicht erwartet, dass da irgendwas passiert, aber es haben sich dann halt wirklich Leute so gemeldet und drunter geschrieben und gesagt, Mensch, ja, mir geht's ähnlich und ey, cool, dass du da für dich so einen Weg gefunden hast und ich habe das ähnlich erlebt und kann das nachvollziehen oder manche haben dann sogar geschrieben, hier, was du so erzählst, das hat mir geholfen, Dinge besser zu verstehen. Ja, so von meinen Erkenntnissen quasi, so wie ich vorher von Erkenntnissen von anderen profitiert habe und die Leute halt von meinen Erkenntnissen profitiert und das. So ist das Ganze entstanden und dann hat sich da so eine Community drumherum gebildet und ich habe angefangen, von anderen Themen noch zu sprechen, die auch meistens so Genesungsgeschichten oder gesundheitliche Sachen oder so, was im Leben halt alles so passiert. So. Und Ja, total. ja, das erstaunlicherweise fanden sich da viele Leute drin wieder und gucken da ab und zu rein, ja. Ja, ich finde deine Videos auch echt gut. Also die sind einfach super sympathisch, authentisch auch gemacht. Es macht auch Spaß anzuschauen und bringt halt auch den Mehrwert von, ah, okay, der ein oder andere Tipp hilft einfach, um auf seinen Tinnitus, also ich habe den ja auch, ne, um da einfach besser drauf klarzukommen. Ach so, siehst du, das wusste ich gar nicht, dass du den. Oh ja, doch, doch. Deswegen, das war ja auch der Ah, Ursprung, okay. warum ich in die Gruppe gefunden habe. Ja, Alles klar. also nur Spaß ist gar nicht. Ich dachte, du Und hast so Themen recherchiert. Mensch, was könnte ich so für Podcasts machen? Ach, hier, guck nein, mal, nein. Tinnitus. Also das wissen auch alle, die diesen Podcast schon länger hören. Das ist ja der Freistark Sexy Mist, jetzt habe Podcast. ich mich verraten, dass ich dich noch nie gehört habe. Nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut. Also der Podcast ist ja so irgendwie alles, was das Leben irgendwie geiler macht. Aber er ist natürlich auch mein Weg, einfach spannende neue Leute kennenzulernen und über Themen zu lernen, über die ich vielleicht noch nicht alles weiß. Ja? Oder wo ich vielleicht jetzt nicht Bock habe, irgendwie gleich ein Buch oder sowas zu lesen, weil ich bin genau wie du.
Also ich lerne viel besser audiovisuell. Ich schaue gern Videos, ich höre gern die Podcasts dazu. Es macht mir irgendwie viel mehr Freude, geht besser in den Kopf und ja, Bonus ist halt, man kann irgendwie noch multitasken oder so. Voll praktisch. Naja, das stimmt, ja. Genau. Wobei ich bin, ja, also ich versuche mich, wenn ich und sowas gucke, dann versuche ich mich auch 100% darauf einzulassen. So, ne? Ich versuche meine Aufmerksamkeit nicht so aufzusplitten. Ich fokussiere mich lieber auf eine Sache und arbeite Dinge nacheinander ab. So. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also wenn ich irgendwie ein Buch lese oder sowas und ich bin auf der Hälfte der Seite angekommen, habe ich vergessen, was am Anfang der Seite stand. Und muss wieder lesen und dann passiert das immer wieder. Und beim Video, ich weiß nicht, es bleibt einfach besser hängen. Ich meine auch eher so, also beim Autofahren. Ja, ich Ach weiß, so. Multitasking ist nicht so optimal, Ja, aber das beim darfst du nicht Autofahren. tun. Du musst aufpassen, dass na gut, Podcast-Song geht da noch. Ja. Natürlich nur Podcast, Leute. Bitte keine Ja, Videos beim Autofahren ja. schauen. Das ist nicht so gut. Ja, aber da finde ich das ganz geil. Und ich sage halt, okay, cool. Ich hole mir einfach irgendwie sympathische Leute in den Podcast. Wir haben ein gutes Gespräch, wir haben eine gute Zeit. Wir lernen vielleicht beide was, gehen mit Mehrwert raus und gleichzeitig können die Zuhörer ja auch noch was rausschöpfen. Also, das ist doch das Geilste überhaupt. Optimal, optimale Ausnutzung, genau, der Zeit. Total, total. Also besser wird es gar nicht. Und also, was mich interessiert, ist wirklich dieses Thema Tinnitus. Hast du eigentlich, weißt du noch, was genau den ausgelöst hat? Weil ich habe Tinnitus schon, boah, vielleicht nicht seit ich mich erinnern kann, aber im jungen Alter. Ich würde mal sagen, vielleicht so 7 oder 8. Aber wir haben auch nie wirklich rausgefunden, okay, woran liegt das jetzt? Es gab nie einen Hörsturz oder sonst was in die Richtung. Wie war das bei dir? Und ich hatte das schon öfters im Leben und das war unterschiedlich. Also das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnern konnte, dass ich so ein, ja, über einen längeren Zeitraum, sage ich mal, wirklich einen Tinnitus hatte. Nicht nur so diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diese kleinen Phasen, wo plötzlich mal du ein Pfeifen im Ohr hast und das Gehör Das hast vielleicht du auch. verschwindet für Das ein hast du paar auch. Sekunden. Ja, Das finde ich ganz crazy. da Das hat kommt sich manchmal so, ja. so in der in der Szene, sage ich mal, hat sich so der Begriff Mini-Hörsturz dafür etabliert. Ich habe sogar schon davon gehört, dass HNOs den Begriff benutzen. Ob da jetzt wirklich so in Lehrbüchern steht, weiß ich nicht. Aber das kenne ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, gell? Dass das mal kurz irgendwie das Gehör weggeht und es pfeift und dann hält das ein paar Sekunden und erholt sich Und dann wieder. geht es wieder weg. Was passiert da wohl? Weil das passiert auch so ganz random. Also einfach nur an. Also es ist generell, so ist mein Wissensstand nicht erforscht, was einen Hörsturz wirklich verursacht, wie das zustande kommt, ja. Also Ja, sowohl diese voll. kleinen als auch diese großen. Ich hatte mal ein Interview mit einem HNO, der sich so auf Tinnitus spezialisiert hat und der hat die Erfahrung gemacht, dass diese kurzen Mini-Hörsturzgeschichten, wir nennen es jetzt einfach mal so, ne? Dass die oftmals bei Patienten in seiner Praxis mit dem Kiefergelenk zusammenhängen tatsächlich. Also das scheint er oft zu Aha, beobachten. auch interessant, Aber okay. das ist alles nur so, was ich gehört habe. Also ich weiß nicht, wie es in Lehrbüchern steht, das kann ich dir nicht sagen. Aber Ja. um auf deine Frage zurückzukommen, also mein ersten Tinnitus, den ich hatte, den ich so richtig lange hatte, über mehrere Jahre, also für meine Verhältnisse richtig lange, manche haben den ja 20, 30 Jahre schon, ne? Das ist Ja. natürlich nicht vergleichbar. Den hatte ich, das war vor ungefähr 20 Jahren. Ich muss dazu sagen, ich bin Musiker und habe mein halbes Leben irgendwie in lauten Oh. Metal-Proberäumen verbracht, weißt du? Ach geil, hast du eigentlich eine eigene Und Band? Spielst du noch? ja, ich hab noch, ja. Also kein Metal mehr inzwischen, Okay. aber ich mache noch Musik, ja. Ich Geschmack habe hat sich hab so ein geändert. Solo-Projekt, so ein Solo-Projekt, das ist eher so elektronisch, ambient-lastig. Cool. Und ich habe so ein Synthwave 80er Jahre Reminiszenzprojekt, sag ich mal. Ja, spannend, musst du mir später Aber noch inzwischen zeigen. alles sehr Ja. leise. Ja. Bitte? Musst du mir später noch zeigen, das hört sich gut an. Ja. Kann ich machen, kein Problem. Cool, ja. Wir droppen hier noch ein Mixtape. Sehr geil. Sorry, ey, ich hab dir voll reingekretscht. Nee, es war wie folgt. Ich hab ein Konzert gespielt, ich weiß noch, das war ein Open Air hier in der Region bei uns, so ein kleines Open Air Festival. Und der Tontechniker hatte tierische Probleme mit seinem Bühnensound, mit seinem Monitoring. Und das war so laut und hat so massiv rückgekoppelt, dass wir danach alle mit einem Tinnitus von der Bühne gegangen sind. Und meiner ist lange geblieben. Okay, unangenehm. Und ja, war ziemlich heftig. Und also der ist für ein paar Jahre tatsächlich geblieben, aber das war der Auslöser damals.
Also diese, damals war es wirklich eine Lautstärkegeschichte und ein Hörschaden, den ich davon bekommen habe. Mhm. Und der Tinnitus ist genau an der Stelle entstanden, wo der Hörschaden ist. Ne? Also da ist ja quasi diese Erklärung immer, da fehlt quasi eine Frequenz, weil du diese kleinen Sinneshärchen im Ohr quasi, die dafür verantwortlich sind, die Schwingung aufzunehmen und quasi in Signale zu verwandeln, die die Hörverarbeitung dann quasi für uns zu dem macht, was wir hören. Mhm. Und dadurch, dass quasi durch den Hörschaden an einer bestimmten Stelle ein bestimmtes Bündel von diesen Sinneszellen kaputt gegangen ist, mhm. fehlte mir an der Stelle die Frequenz. Und unser Kopf versucht das, also ganz wichtig, unser Kopf, ja, nicht das Ohr, sondern unser Kopf versucht das quasi auszugleichen, aha. indem der, ja, um es mal ganz abzukürzen, einfach ein Phantomgeräusch erstellt. Und das habe ich als Tinnitus wahrgenommen an der Stelle. Mhm, ja, toll erklärt, finde ich gut. Ja, ich habe versucht, das halbwegs so komprimiert zusammenzufassen. Ja, es ist natürlich eine ganz schön komplexe Geschichte, aber ja. Das war so der Versuch, das kurz zusammenzuführen irgendwie. Und ich habe meinem Kopf unbewusst, ohne dass mir bewusst war, dass das so funktioniert, beigebracht, dieses Geräusch wieder zu überhören und quasi als was Unwichtiges einzuordnen und unser Kopf hat ja die wunderschöne Angewohnheit, dass er Dinge, die nicht wichtig sind, aus der Wahrnehmung raustut. Ja? Ja, ja. Also du siehst ja auch nicht den ganzen Tag deine Nase, obwohl du sie eigentlich den ganzen Tag siehst. Ja? Wenn ich daran gedacht habe, die ist nicht im Sichtfeld, wird einfach rausgefiltert. Genau, wenn du dich darauf konzentrierst, dann siehst du, ja, oder den Rand von der Brille oder sowas. Ne? Das sind alles so Sachen, die sieht man eigentlich nur, wenn man sich darauf konzentriert. Oder keine Ahnung, die Geräusche, die deine Klamotten machen. Oder du spürst ja auch nicht deine Socken an den Füßen den ganzen Tag. Ne? Das sind alles so unwichtige Sachen, die ja gut gesagt, auf allen Sinnen auch. Mhm. Ja, genau, ja. Und das Problem ist, dass, weil ich den Tinnitus eine Zeit lang sehr wichtig genommen habe und sehr, sehr was sehr Schlimmes betrachtet habe, hat mein Kopf quasi gesagt, oh, okay, das möchte er anscheinend hervorgehoben haben. Ja, sonst würde er nicht die ganze Zeit so drauf achten und danach suchen und das beobachten und hat das dann quasi schön in den Vordergrund gehoben. Ja. Und ich habe halt damals unbewusst irgendwie angefangen, den einfach ja drauf, ich hoffe, ich kann sagen, in dem Podcast einfach drauf zu scheißen, dass der da ist. Ja. Und dadurch hat mein Kopf den im Laufe der Zeit irgendwann überhört und dann war er irgendwann weg. Und dann konnte ich mich auch darauf konzentrieren, wie ich will. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und boah, ach so komplett weg. Das ist ja auch spannend. Ja, ja genau. Und das war der erste. Und der zweite Tinnitus, der zweite größere, sage ich mal, der wirklich auch länger, in dem Fall anderthalb Jahre da war, der kam so Ende 2016, fing das an. Völlig ohne Hörschaden oder sowas, was da passiert ist. Ich hatte aber massive, ich sag mal, organisatorische und emotionale Probleme. Ah, okay. Ja, also es sind viele Dinge in meinem Leben so, wie es manchmal so ist, wenn irgendein Mist passiert, dann passiert alles auf einmal. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn irgendwas anfängt, es ist, als ob du dann das Karma dir wirklich da irgendwie richtig reintritt. So richtig reintritt und da irgendwie alles auf einmal dir um die Ohren haut. Und da hat sich viel angesammelt und ich hab das Problem gehabt, dass ich mir im Laufe meines Lebens so Verhaltensweisen und Verhaltensmuster angewöhnt habe, die jetzt nicht gerade günstig sind, wenn es um den Umgang mit solchen Sachen oder mit gesundheitlichen Problemen oder solchen Symptomen wie Tinnitus sind. Ich habe mir einen schlechten Umgang angewöhnt im Laufe meines Lebens. Also das auch sind mit Stress und mit negativen Emotionen. Einfach genau. Okay. Genau, man hat ja so Kompensationsmethoden, die man so Überlebensstrategien für solche Sachen aus der Kindheit, ne, die man so mitnimmt und auch Dinge, die darauf aufbauen. Und man, je länger man lebt, desto manifestierter werden diese Angewohnheiten ja. Ne? Das Blöde ist, dass die. Ja klar, je öfter du sie machst, je öfter du die Sachen denkst oder die Handlungsmuster durchführst, desto tiefer werden einfach die, ja, wie so Furchen, Neuronenverbindungen im Gehirn. Ja? Genau, das sind so synaptische Verbindungen, ne? So die dann da entstehen und die natürlich immer verstärkt werden und intensiviert werden und vor allem schwerer zu durchbrechen sind im Laufe der Zeit. Ne? 100%. Je älter man wird, desto mehr arbeitet man eigentlich nur noch mit diesen Verknüpfungen, ja, weil man ja die immer mehr manifestiert und desto stärker werden die Muster. Und ja, der Tinnitus kam so, der letzte dann so, da war ich Mitte 30 und habe im Grunde sehr intensiv auf meinen bekannten Mustern gearbeitet und bin darauf reagiert. Und das
das war nicht so gut für den Tinnitus. Und somit habe ich mich immer weiter da reingeritten und es wurde immer schlimmer. Ich habe immer mehr Geräusche gehört, habe mich immer mehr darauf fokussiert. Habe völlig anders reagiert im Grunde als damals bei dem ersten Tinnitus und richtig schlecht damit umgegangen. Und so kam das, dass ich dann immer mehr Geräusche gehört habe und nicht mehr schlafen konnte und im Krankenhaus gelandet bin. Und also es ist richtig eskaliert sozusagen. Boah, krass. Ja, und habe dann irgendwann den Schalter umgelegt und verstanden, okay, ich mache hier irgendwas falsch und ich muss jetzt was ändern. Ich muss irgendwas anders machen. Das weiter so zu handhaben, wie ich es jetzt mache, scheint nicht die richtige Richtung zu gehen. Das ist nicht der Weg, Es scheint nicht der Weg zu sein und habe den Weg geändert. Und das war auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe, die Videos quasi zu machen. Hat es begonnen. Genau, das war so Anfang 2017. Da gab es den Kanal, hatte ich schon, aber der lag immer brach. Ne? Der war immer leer. Hieß der schon immer Zwangsneurotiker? Oder hast du den hieß schon davor Zwangsneurotiker, ja. Also ich glaube, ich habe den irgendwann 2016 oder so gestartet. Aber da war nichts drauf. Also, aber der hieß schon so, ja. Und dann habe ich Anfang 2017, als ich aus dem Krankenhaus kam, angefangen mit diesen Videos. Das war quasi schon, als ich so festgelegt habe für mich, ich gehe jetzt einen anderen Weg und will den jetzt so ein bisschen für mich festhalten. Ja. Voll geil. Okay. Ja. Cool. Ich habe einen halben Monolog gehalten, aber. Nee, voll gut. Ich find's ultra spannend, weil bei vielen ist so ein Tinnitus ja auch stressbedingt. Ja, also ich merke das ja genauso. Hey, bei mir wird er auch einfach lauter, wenn ich irgendwie merke, okay, krass, ich habe nicht genug Zeit in der Natur verbracht, mich nicht genügend auf meine Meditationspraxis oder Breathwork oder sowas fokussiert. Das kommt eigentlich selten vor, dass ich unregelmäßig ins Gym gehe, weißt du, meinen Sport mache oder zu selten in die Sauna oder so. Da bin ich echt gut drauf. Aber es ist ja total stressbedingt. Und ich stelle mir das halt auch so vor, dass wenn dein System in so einem Stressmodus ist, in dem die meisten, ich würde jetzt mal sagen, oder zumindest viele Menschen in unserer Gesellschaft ja immer so ein bisschen unterschwellig sind. Ja? Wir haben ja nicht mehr das Problem wie vor ein paar Millionen Jahren, dass wir vor irgendeinem gefährlichen Raubtier wegrennen müssen oder so, Säbelzahntiger oder sowas. Sondern wir haben ja eher das Problem, dass wir die Birne voll haben mit irgendwelchen Sachen, die wir noch erledigen müssen, an die wir noch denken müssen, die wir noch machen müssen, gleichzeitig mit Informationsfluten bombardiert werden und das einfach diesen unterschwelligen Stress einfach so bei uns auslöst. Also das ist so ein Thema, ich bin ja eigentlich Fitnesscoach, Gesundheitscoach, aber das ist natürlich so ein Thema, was da dran aneckt, einfach wie geht man mit Stress um. Ja, sogar sehr intensiv. Also kann ich mir vorstellen, dass das extrem stark damit zusammenhängt. Ne? Also, ja, voll. Thema. Also das Ding ist ja, dass unser vegetatives Nervensystem letztendlich keinen Unterschied macht, ob wir tatsächlich vor einem, wie du gesagt hast, Säbelzahntiger wegrennen oder ob wir uns diesen Stress auf eine andere Art und Weise am Leben halten. Ja? Genau. Also das merkt nur hier, da ist irgendwie so, ich kriege da so einen Input. Und dem ist ja völlig egal, ob das jetzt ein Raubtier ist oder der Körper weiß es auch nicht. Oder irgendwelche. Also ich glaube, die meisten haben auch, denken den Stressbegriff nicht weit genug. Ne? Also ich bekomme ganz, ganz oft unter meinen Videos den Kommentar, ich habe keinen Stress, aber trotzdem Tinnitus. Und das, wenn du dann mal nachfragst, was die Leute damit meinen, dann kommt ganz oft sowas, naja, ich habe keinen Stress auf Arbeit oder ich habe nicht viel zu tun oder sowas. Das ist für die meisten Leute so Stress und da ist auch schon Schluss. Ne? Dass das aber viel weiter geht, dass das auch eng mit den Mechanismen, über die wir vorhin gesprochen haben, so diese Überlebensmechanismen zusammenhängt und unsere Art, wie unser Kopf Dinge verarbeitet, Geschehnisse verarbeitet, Gedanken verarbeitet, ja, genau. Solche Sachen. Da denken viele nicht dran, ne? Und die sagen sich dann, okay, der Arzt hat mir gesagt, ich habe Tinnitus wegen Stress, aber mein Job ist ja entspannt. So, deswegen kann das nicht sein. Ja? Aber dass der Stressbegriff eigentlich ein viel größerer ist, ne? Und dass gefühlt jeder, der so von sich sagt, ich habe keinen Stress, sich da irrt, das sehen die meisten, glaube ich, nicht. Also zumindest ist meine Erfahrung so von dem Feedback, was ich so kriege. Ja? 100%. Also bin ich voll bei dir. Das ist einfach die Einsicht musste ich auch erst lernen. Ne? Ich nehme mich da nicht aus. Ist nicht so, dass ich das da die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte oder sowas. Ich musste auch erst lernen, dass ich da völlig falsch liege. Und dass, wenn ich denke, ja, ich habe doch keinen Stress, ist doch alles gut. Ja. Aber dass ich unterbewusst
also dass mein Unterbewusstsein, mein vegetatives Nervensystem völlig im Chaos war, ohne dass äußerlich, also obwohl ich äußerlich keinen, in Anführungszeichen, die man jetzt nicht sieht im Podcast, Stress habe, ja. Das muss, also die Erkenntnis kam dann erst im Laufe der Zeit, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich den Tinnitus bekommen habe und dann sofort wusste, ach ja, naja, klar, weiß ja, oh ja, hier, der Stress, gar kein Problem. Ja. Lass alles, den mal. Nee, also ich habe mich da wirklich erst, das erste halbe Jahr war wirklich, also bis zu, erst mal ein Weg, bis ich gelernt habe, den Schalter der Erkenntnis umzulegen, so. Und mir zu sagen, warte mal, vielleicht liegst du falsch, ja, also. Mit dem, wie du das, was du denkst, ja. Und diese Definition von Stress, ja, also vielleicht auch bei dir selbst dann so, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Also Stress kann ja alles sein, was irgendwie einen Reiz praktisch im System macht oder was vielleicht sogar unterbewusst irgendwie einen bestimmten Gedanken oder sowas. Ja, ich würde eher sagen, die Reaktion darauf, ne? Also der Reiz ist vielleicht der Stressor, aber letztendlich kommt es darauf an, was machen wir da draus, ne? Guter Punkt. Ja. Ja, wie ist der Umgang vor allem mit Stress? Das ist eigentlich noch viel wichtiger als der Stress. Ja. Der Stress selbst, weil Stress ist ja auch was Gutes. So, Fitness ist ja Stress. Sauna ist ja Stress fürs System. Kaltbaden, kalte Dusche, Eisbaden, was wir sehr gerne machen, ist ja auch alles Stress fürs System. Aber halt Stress, der sehr gut eingesetzt wird. Also der vor allem in einem Maß eingesetzt wird, dass er nur auf kurze Zeit ist, dass er, ich sag mal, sozusagen geregelt ist, also kontrolliert ist. Und dass danach, also mit dem abgeschlossen ist und auch mit dem gut umgegangen wird. Also nach der Sauna, okay, entspannst du dich, dampfst du aus. Nach dem Eisbaden wärmst du den Körper wieder auf, durch Bewegung, durch die richtige Atemtechnik, was auch immer. Nachdem du ins Fitnessstudio gegangen bist, wirst du dich erholen, wirst du, ich sag mal, durch die passende Ernährung, durch genügend Eiweiß, Mikronährstoffe, deinem Körper auch wieder helfen zu erholen. Und danach wirst du auch resilienter dann obendrauf. Ja. Aber wenn der Stress so dauerhaft in unserem Leben ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Da ist keine Erholungsphase mehr da. Das ist ein guter, wichtiger Punkt, weil letztendlich macht unser Körper da ja keinen Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Stress. Aber der Umgang, wie du sagst, der macht dann den Unterschied. Ne? Und wenn man da, das ist ein Punkt, da habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber so wie du das jetzt aus deiner, ich sag mal, professionellen Fitness dich da beschreibst, klingt das eigentlich sehr, sehr schlüssig so mit diesem, guten Umgang, wie kontrolliert du das machst mit Eisbaden, Sauna, Ernährung und sowas, ja. Total. Stimmt, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, ja. Ja, und viele Leute, mit denen ich arbeite, die haben ja auch einen totalen Benefit, also die jetzt, sagen wir mal, irgendwie Unternehmer sind oder irgendwie im Management tätig sind oder sowas, einfach viel Stress, auch viel Input bei der Arbeit oder so haben. Das hilft denen auch, besser mit dem Stress umzugehen. Ich habe es auch selbst an mir gemerkt, ich rede mal von mir selbst, ich glaube, das ist einfach die beste Methode. Ich habe gemerkt, zum Beispiel durch Eisbaden und durchs regelmäßig Saunieren oder so, bin ich auch emotional viel resilienter geworden. Ja? Vielleicht war es auch gar nicht das Eisbaden selbst, sondern die Atemübungen, die ich irgendwie im Verbund damit gemacht habe. Weil wenn du deinen Atem kontrollieren kannst, dann wird es auch leichter, auch dein vegetatives Nervensystem zu kontrollieren. Also du kannst ja deinen Sympathikus, den Vagusnerv kannst du ja auch stimulieren durch die richtige Atemtechnik. Und dadurch kommst du ja in diesen parasympathischen Zustand. So ein bisschen Wim Hof, ne? So, was du jetzt... Ja, genau. Also in die Richtung, denke ich mal, ne? Das ist so das Bekannteste, was es zurzeit gibt. Ja. Letztendlich Atemübungen gibt es schon seit Jahrtausende, ja Millionen wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Aber die Leute machen das schon sehr, sehr lang. Und Wim Hof hat einen geilen Weg gefunden, das jetzt wieder in die Gesellschaft zu bringen, ist irgendwie auch cool und sexy und irgendwie auch Social Media tauglich zu machen. Also das ist ganz geil. Ja, ich bin da nur oberflächlich, hänge ich da nur drin, deswegen kenne ich wahrscheinlich nur das ihn als Mainstream-Vertreter dafür. Ne? Genau, aber um den Gedanken noch kurz fertig zu denken, also wenn du ins kalte Wasser gehst, dann hast du ja diesen sofortigen Stressreflex. Also der Körper macht zu, spannst vielleicht deine Muskeln an und fängst an, so in diese Schnappatmung zu gehen. Ne? Ja. Und dann passiert ja das Spannende, weil du hast dich ja darauf vorbereitet, durch tiefe Atmung vielleicht davor und dadurch, dass du einfach vom Mindset gesagt hast, okay, ich gehe in das kalte Wasser, ich bleibe vielleicht eine Minute, zwei, drei, fünf, whatever und fokussiere mich da drauf, gibst du deinem Körper durch ein paar tiefe Atemzüge und durch vielleicht aktives Entspannen vom Körper auch wieder den Impuls von alles ist gut. Ja.
Und da merkst du auch ganz schnell, wie dieser Stressreflex, diese Schnappatmung weggeht und wie du dich so ein bisschen ins kalte Wasser entspannen kannst und der Körper auch relativ schnell wieder warm wird. Ja? Mhm. Und das kannst du ja genauso gut auch im Alltag einfach anwenden, im Alltag von deinem Leben. Wenn du merkst, oh, hier ist Stress, weil irgendwer was zu mir gesagt hat oder ich irgendwie gerade mich selber abhetze oder sowas. Du hast ja immer die Möglichkeit, in dieses Bewusstsein reinzukommen und zu sagen, okay, wir nehmen einen tiefen Atemzug, entspannen vielleicht auch unseren Körper und auf einmal perlt der Stress wie so richtig runter von uns und wir können viel gelassener und auch mit einer besseren Einstellung an die Situation rangehen, was ja manchmal elementär ist, dass man nicht emotional oder aus einer Stressreaktion handelt oder mit Leuten spricht oder Entscheidungen trifft. Ja, also es kann wirklich ein Gamechanger, ein Lifesaver, was auch immer sein. Also voll cool. Was ich da raushöre, ist auf jeden Fall auch der Punkt, dass man lernen kann dadurch, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber dass man auch selbst in der Kontrolle ist, also dass man selbst die Kontrolle hat über gewisse Situationen und darüber, was jetzt passiert, ne? Und dass man Situationen nicht ausgesetzt ist, sondern dass man durch Disziplin und Wissen, wie irgendwas funktioniert, wie man eine Situation handhaben kann, wie man sich selbst reguliert in einer gewissen Situation, dass man dadurch quasi die Kontrolle gewinnt und lernt, dass man selbst entscheiden kann, was man jetzt tut und was jetzt passiert. Und dass man, weil ich denke, ein großes Problem ist, dass sehr viele Menschen so, vor allem bei diesen Sachen wie Tinnitus und Derealisationen und solchen Sachen, dass sie das Gefühl haben, sie haben nicht die Kontrolle darüber und sie werden von diesen, das Ding bestimmt das Leben und das Ding bestimmt, wie gewisse Situationen ablaufen. Ne? Und was du beschreibst, ist ein guter, also klang für mich jetzt wie eine gute Beschreibung dafür, dass man selbst durch seinen Umgang damit und seine Reaktion darauf in so eine Kontrolle kommt und steuern kann, wohin irgend sowas geht. Ne? Also das ist jetzt meine Assoziation, wie du das beschrieben hast. Das gefällt mir total gut, also wie du das sagst. Also dass man sich nicht mehr, ist irgendwo auch Teil von dem, was ich hier gern predige, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt von den Umständen, die gerade gegeben sind, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt von vielleicht auch negativen Gedanken, ja, oder ausgeliefert von einem gesundheitlichen Problem oder so. Also mein Job ist ja irgendwie den Leuten zu helfen und die auch zu ermutigen, so ihr eigenes Leben, ihren Körper, ihre Gesundheit, ihre Fitness, ihre, ja, vielleicht auch Gedanken und Emotionswelt so in die eigene Hand zu nehmen und das Beste draus zu machen. Und es hat ja alles eine Wechselwirkung, egal mit was du anfängst, egal ob Leute irgendwie anfangen zu meditieren oder Eisbaden zu machen und vielleicht ins Fitness zu gehen oder so. Es ist ja nur ein Weg, die Menschen in die Aufwärtsspirale zu bringen. Und ich mache es halt über diesen Weg von, ja, wir bauen einen geilen Körper. Ja, wir bauen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und der Rest ergibt sich dann Stück für Stück selbst. Ja. Aber ich finde es geil. Also ist eine Selbstermächtigung. Ja, ich denke, das kann man auch über alle möglichen Lebensbereiche ziehen. Ne? Ich meine, jeder von uns beiden zieht das jetzt so auf den Bereich, wo er viel mit zu tun hat. Ne? So du, diese Fitnessgeschichte und so, ja, fast schon, ich würde sagen so, fast schon, wie nennt sich das so heutzutage, Live-Coaching? So. Ah, ja. ich würd mich so nicht nennen, ja, aber vielleicht. Aber es klingt auf jeden Fall, als ob, du machst ja nicht nur die Fitnesskomponente, sondern auch sehr viel so Mindset-Geschichten. Ne? So, das ist ein Teil davon. Ich denke auch, man kann das über alles ziehen, ne? dass man Dingen nicht ausgeliefert ist. Man kann das auch ins Privatleben ziehen, so Beziehungen oder dass man arbeitstechnisch, ne? Man ist ja nicht seinem Chef ausgeliefert, ne? Man entscheidet ja selbst. Man hat ja immer Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Ich kann aber verstehen, dass das für sehr viele Menschen sehr schwierig ist, vor allem wenn man so in seinen Strategien und Mechanismen festhängt, ne? Und die Überzeugungen, so die Grundüberzeugungen, die man einfach so im Laufe des Lebens mitgekriegt hat, sage ich mal, weil das, keine Ahnung, also ich kann mich erinnern, dass meinem Vater es sehr wichtig war, dass ich ein bestimmtes Leben führe mit einer bestimmten Berufswahl, das muss sicher sein, das muss gesichert sein und ich habe mir das einfach so angenommen, weil als Kind und Jugendlicher, naja, du
du denkst erstmal so, läuft das Leben und hinterfragst das nicht unbedingt und nimmst dir das so an, ne? Und dann hängst du in diesen Bahnen fest und dann später stellst du fest, dass du in einem Hamsterrad hängst, ja. Du weißt es ja auch nicht besser, ganz klar. Ja, du weißt es nicht, genau, ja. Und dann hast du erstmal, kriegst du irgendwo einen Input und kriegst die Erkenntnis und dann versucht man halt so da diese Muster zu durchbrechen und den Mindset-Schalter umzulegen. Und das ist also für viele sehr schwierig, habe ich festgestellt. Ja, ich meine, es ist natürlich. Nicht, ja. Es ist, also ich hab so das Gefühl, das schwierigste Hindernis bei all diesen Dingen, die so auf einen zukommen, sind nicht unbedingt diese Sachen selbst, sondern die eigenen Muster, das eigene Denken. Also es ist man selbst, was am schwierigsten zu überwinden ist. Ja, total. Deswegen ist es ja immer leichter, wenn man es entweder mit irgendwem anders zusammen macht, also der vielleicht einen dann motiviert oder sich einen Coach oder sowas an die Seite holt oder irgendwie eine Art von Commitment hat, ne? Weil zusammen ist es sowieso immer leichter. Aber klar, der größte Gegner ist hier oben. Der ist letztendlich in der Birne. Ja, weil wenn es leicht wäre, dann wären alle Leute ultra fit und würden gut ausschauen, hätten perfekte Gesundheit, wären emotional aufgeräumt. Aber klar, genau weil wir diese ganzen Muster oft auch unbewusst haben, das hast du vorhin ganz toll beschrieben, ne? Also, dass wir gar nicht wissen, wie wir denken, da kommen die ganzen Probleme ja auch her. Ja, ich habe ja auch tausende Muster sicher noch, die mir überhaupt nicht gut tun, von denen ich aber vielleicht noch gar nicht weiß. Ja? Ja. Aber ist ja auch irgendwie eine coole Journey zu sagen, ich versuche jetzt in irgendwie, vielleicht durch eine Achtsamkeitspraxis oder Meditation, in den Modus reinzukommen, wo ich mich besser spüre, meine Gedanken ein bisschen objektiver betrachten kann. Dann kann ich ja Step für Step schauen, okay, wo habe ich denn emotionale Trigger? Ne? Wo werde ich denn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht irgendwie? Was beeinflusst mich so Tag für Tag? Und dann ist man schon in dieser Entwicklung drin. Das klingt auf jeden Fall positiver als das, was ich am Anfang gemacht habe. Ja. Bei mir war es erstmal so, dass ich diesen Schalter umgelegt habe und erstmal rigoros alles, was ich bis, also ich habe mir vorgenommen, alles, was ich bis jetzt gedacht habe und alle Herangehensweisen sind pauschal erstmal falsch. Oh, auch geil. Also ich hab mir quasi selbst auferlegt, erstmal, okay, ich bin die ganze Zeit, ich habe das aber auch verteidigt, ne? Also ich habe das beobachte ich ganz oft. Es geht automatisch, wenn so Grundüberzeugungen angesprochen oder angegangen werden, so eine Verteidigungshaltung, ne? Ja klar, man will ja nicht das Weltbild angreifen lassen. Genau, das ist ja so die Sache, auf der man selbst quasi sich und seine Persönlichkeit aufgebaut hat, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, das solltest du jetzt mal in Frage stellen, um vielleicht zu lernen, mit anders auf deine gesundheitlichen Probleme oder sowas zu reagieren oder auf die Dinge, die in deinem Leben passieren. Voll. Also die meisten Menschen gehen wirklich erstmal in eine Verteidigungshaltung, wenn ihre Grundüberzeugungen, so ihr Fundament quasi in Frage gestellt wird. Aber ich habe halt für mich gelernt, dass es notwendig ist, mein Fundament in Frage zu stellen, weil das Fundament eben nicht so toll war. Ja? Und cool. Ich habe das halt sehr rigoros gemacht und erstmal gesagt, okay, pass auf, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alles, was ich mache, was ich bis jetzt gemacht habe, was ich bis jetzt darüber gedacht habe, erstmal Quatsch ist. So, und ich hinterfrage das jetzt alles pauschal und mache so ein Reset und denke nochmal neu drüber nach, ja. Und ich denke, also das, wie du es jetzt gesagt hast, klingt natürlich viel schöner. Ne? Das klingt so, als ob man sich selbst weiterhin erstmal so annimmt und versucht erstmal so Stück für Stück vielleicht positiv mit sich selbst umzugehen. Ja? Also ich war da ein bisschen radiator, glaube ich. So. Aber ist ja okay, hat dich ja trotzdem irgendwie zum Ziel geführt, oder? Ja, na klar, na klar.